So, liebe Leute, ich habe es gerade geschafft und habe die Wartung beendet. Endlich. Und jetzt gehe ich einfach mal drüber über die Spielermeldung. Transferfenster öffnet jetzt. Warum ist am 15. Januar? Die Spieler habe ich doch teilweise schon bekommen. Aber egal. Ich ignoriere das mal. Ligue 1 Update. Ja, gibt es natürlich viele interessante Spieler, die. Ja, gerade vom Talent her wäre es natürlich cool, wenn wir jemanden hätten, der aber aktuell noch nicht so stark ist. Im Mittelfeld brauchen wir aktuell niemanden. Das ist wieder so das Problem. Gehen wir mal von der Stärke herunter. Hier. Ah, das ist eh der. Da hätten wir sogar einen Stürmer. Alexandre Mendy. Können wir mal beobachten. Aber Nizza. Der wird wahrscheinlich zu teuer sein. Nö, auf der Transferliste. Der wäre sogar günstig. Sollten wir mal scouten. Vielleicht kann man dem einen Probevertrag anbieten. Durch Zufall jetzt entdeckt. Ist ja lustig. Vielleicht kennt den einer von euch, kann da was genaueres zu dem Spieler sagen. Ich kenne ihn noch gar nicht. Gonsalves, auch kein uninteressanter Spieler, aber 2,6 Millionen und wir sind da ja eigentlich ganz gut besetzt im zentralen defensiven Mittelfeld. Jo, Pellegrini ist zur Ausleihe verfügbar. Brauchen wir nicht. Aber unsere beiden Neuzugänge, Quaresma und Krivicic. Bin wirklich begeistert. Lange verfolgt, definitiv der Fall. Ricardo kann auf jeden Fall Spiele allein entscheiden. Und ja, kurze Pressekonferenz. War jetzt nicht so spektakulär. Und jetzt Rapid und dann die Austria. Also wir werden wieder mit zwei Mannschaften spielen. Malocic, 2 bis 3 Monate verletzt. Da müssen wir reagieren. Müssen wir schauen, ob wir wen leihen können. Malacic 2 bis 3 Monate. Jetzt fehlt uns natürlich dadurch, dass Russo weg ist, ein Innenverteidiger. Und da kam auch schon der Vorschlag von euch, Gordon Schildenfeld zu holen. Jetzt schaue ich mal kurz. 775.000 ist natürlich nicht so viel. Ah, es steht auch 6 bis 7 Wochen verletzt, habe ich gerade noch gesehen. Dann können wir das auf jeden Fall vergessen. Verteidigung zentral. Dann gehen wir auf den Ausleihstatus. Dann schauen wir mal, ob wir da irgendwen leihen können, der interessant wäre. Raphael Diarra. 21 Jahre alt, durch den Kooperationsvertrag. Vielleicht könnte man den bekommen. Interessant auf jeden Fall. Aber ich würde trotzdem lieber wen kaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier haben wir noch wen auf der Leihliste. Einen gewissen Salzburger. Chilo Bocci ist auf der Leihliste. 182.000 im Monat. Aber ich mag den Spieler total gern, muss ich sagen. Nur das ist ein bisschen zu heftig. Wie macht man jetzt? Ich gehe zuerst mal auf die Transferliste. Ich möchte da zuerst mal schauen, ob wir hier irgendwen finden, der interessant wäre. Andreoli, der Italiener. 30 Jahre. Ist mir ein bisschen zu alt jetzt. Schauen wir mal, ob man Sebest von der Austria. Hat um einen Transfer gebeten. Junger Österreicher. Ein Denko Malic von Mattersburg. Nemanja Vidic. Wäre auch nicht schlecht. Anton Ferdinand. Joel Liscott. Sind schon nicht so uninteressante Spieler dabei. Da haben wir einen Schweizer, Marco Thaler vom FC Lugano. Und der ist erst 22. 1,86 groß, das ist eine coole Größe. Was mich stört ist, dadurch, dass er nicht ganz so ein Riese ist, also keine 1,90, 2 Meter, hat er trotzdem nur einen Antritt von 7. Aber grundsätzlich finde ich den nicht uninteressant. Ich glaube, wir kriegen da was Besseres, aber wir sollten zumindest mal anfragen und ihn im Hinterkopf behalten. Dadurch, dass wir ja. Oh, Extrand. Dadurch, dass wir ja einen Spieler abgegeben haben, nämlich Russo, wäre so uns überlegen, ob wir nicht einen verpflichten und einen ausleihen. Da wäre Daniel Höck. Tackling passen, der ist nicht schlecht. Deckung 1,90 und relativ schnell. Werden wir auch mal anfragen.
Könnte ich mir durchaus vorstellen. Und jetzt schauen wir noch kurz wegen. Ich gehe nochmal kurz bei den Laien rein. What? Nee, das wollte ich nicht. Ausleihstatus. Ivan DeSantis. Kein schlechter Verteidiger an sich. Würde ich holen mit einer Kaufoption. Monatlich 50.000 soll man übernehmen, das ist auch nicht so das Problem, aber ich hätte auf jeden Fall gerne eine Kaufoption. Und Ergänzungsspieler. 6 Millionen Kaufoption, sicher nicht. Oder machen wir es anders. Gehen wir auf den Vertragsstatus. Auf abgelaufen. Bei den Empfehlungen haben wir hier eh noch welche dabei. Und einen davon kennt man anscheinend sogar, Joe Wilkinson. Zumindest wir kennen ihn ein bisschen. Kopfballtechnik 11, ja, Tackling 12, Deckung 10. Sind keine überragenden Werte. Spielpraxis fehlt ihm komplett. Habe ich irgendwie kein gutes Gefühl dabei. Eisenring wäre ja Schweizer. Den haben wir gerade erst gehen lassen. Das kann ich da mit meinem Stolz nicht machen. Ehrenhofer Österreicher. Nee. Das tun wir jetzt auch weg. Oder nee, machen wir so. Vertragsstatus hat eh gepasst. Gehen wir mal auf die Länderspiele, so wie ich sonst immer wieder mache. Schauen wir mal zwecks ehemaligen Nationalspielern. Patrick Bircher, der Österreicher. Vasilic. Ich schaue da immer auf relativ gute Nationen, wenn es sowas gibt. Da haben wir ein paar Liechtensteiner. Eberle. Sagt mir irgendwie was. Mariappa. Wow, den kennt man auch noch. Aber der ist 1,78, das ist mal für die Innenverteidigung zu klein. Auch wenn der sonst total cool wäre. Maximenko aus Lettland gefällt mir nicht gut. 26-jähriger litauischer Nationalspieler. Könnte auch links hinten spielen. Tackling 13, Deckung 11. Okay, körperlich ist er stark. Da haben wir Makedonien. Damczewski, den habe ich immer wieder geholt. Aber er hat sich noch nie irgendwo durchgesetzt bei mir. Ja. Da haben wir noch Slowakei, Preczinski. Eher nicht. Okay. Schauen wir mal, was so die Scouts sagen. Ganz zufrieden bin ich jetzt so mal nicht. Mendy wird zur Probe bei uns trainieren und Milicevic. Brauchen wir jetzt natürlich auch nicht mehr unbedingt. Marco Thaler, keine lohnenswerte Verpflichtung. Er wäre eine sinnvolle, Danczewski ebenso. Und der hat noch das Potenzial, das sehen wir hier eigentlich weniger, dadurch, dass er doch erst 24 ist. Das heißt, Danczewski könnten wir uns überlegen. Mendy wird mal zur Probe bei uns trainieren. So, Danczewski, wie schaut es aus finanziell bei dir? Also, ich habe ihm gerade einen Probevertrag angeboten. Gegenangebot für Schildenfeld 3,5 Millionen. Nein, danke. So nicht. Um jeden Preis nehme ich den Gordon nicht, auch wenn ich ihn total cool finde. Gegenangebot für Thaler, da haben die Scouts schon gesagt, nee. Sage ich auch mal nee. Gut. Gegen Rapid. Das Spiel werden wir auf jeden Fall mal starten. Ich nehme Mendy mit. Ich lasse mal Rivas daheim. Das Problem ist, wir haben jetzt echt viel zu viele Stürmer auf der Bank. Was ich gern noch hätte, wäre, schauen wir mal in die zweite Mannschaft, ob wir da noch verteidigungsmäßig mitnehmen könnten. Aber da haben wir eigentlich nur Außenverteidiger. Achso, und das sind so und so Leute aus der zweiten Mannschaft, die wir loswerden wollten. Wenn, dann müssen wir ganz auf die Jugend schauen. In die U18. Da haben wir auch absolut niemanden. Na toll. Das heißt, in dem Spiel schaut es nicht gut aus für unsere Jungs, zumindest für die Verteidiger. Wir werden gleich in der neuen Taktik versuchen zu überraschen. Eh genau so. Problem ist natürlich,
Es fehlen einige wirklich gute Spieler bei uns. Die Alternativen für die Innenverteidigung, also Kammer, Walker und Kuku, sind beide nicht dabei. Das heißt, wir können auf der Innenverteidigerposition mal nicht wechseln. Also die Jungs werden durchspielen. Auch nicht unbedingt angenehm. Ich sage mal viel Glück, Männer. Jetzt muss ich da alles wieder neu einstellen. Leistung, Körpersprache habe ich noch gehabt, Radar, die Statistiken. Ich habe mit dem Flo ein bisschen online gezockt, mit dem ich ja schon den EA Fußballmanager gespielt habe und deswegen ist das, glaube ich, jetzt alles so eingestellt. Aber auch das Tempo kommt mir gerade ein bisschen lahm vor. Okay, hier sehen wir, wenn wir die Außenverteidiger, die sind generell relativ weit im Zentrum. Wenn wir die auf Pressing stellen, sind die überall. Erste Chance für Rapid. So, Taffer. Da haben wir Quaresma, Mackiernock. Nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob der an die Latte ging oder ob das Strebinger im Tor war. Rapid hat sich auch ziemlich verändert. Dafür ist Florian Kainz noch da und sogar Kapitän. Ansonsten erkennt man echt. Die Mannschaft erkennt man echt fast nicht wieder. Arg, wie man die Mannschaft in kürzester Zeit so umbauen kann. Fußverletzung. Ricardo Quaresma. Ich weiß nicht, ob ich Alexic bringen soll. Da haben wir noch unseren Probespieler, aber. Mauersberger. Passend, Technik. Probieren wir ihn. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Jetzt schon Quaresma verletzt, ich pack's nicht. Die Taktik wird nichts. Ja, der war auch nicht so schlecht. Gerechnet keins. Boah. Man sieht, wir stehen hier zu tief, glaube ich. Dann schauen, dass wir das Spiel, auch wenn wir auf Counter spielen, ein bisschen weghalten vom Tor. Nicht ganz so tief hinten drin stehen. Da ist so eng. Ich glaube, dass das Pressing bei den Außenverteidigern nicht so gut ist, aber ansonsten. Mit dem Flanken früh schlagen ruiniere ich mir wahrscheinlich einige Situationen selbst. Frage ist, ob ich da nicht.
mit der gesamten Mannschaft mehr pressen soll. Da müsste ich aber wieder höher stehen. Betrachten wir das Ganze mal als Experiment, das schief geht. Schauen wir dann in der zweiten Halbzeit. Ich werde unsere zweite Taktik versuchen. Weil ich generell nicht glaube, dass wir es schaffen können, gegen Rapid mehr Ballbesitz zu haben. Gerade in der zweiten Halbzeit, wo wir unsere Mannschaft dann doch ziemlich rotieren lassen werden. Ist das, glaube ich, nicht so das Richtige. Na, wir werden auf jeden Fall mit einer anderen Vorstellung aus der Kabine kommen. Ich bin so und so nicht der Typ, ich mag das überhaupt nicht, das Spiel so aus der Hand zu geben. Ich habe mir nur gedacht, da könnte das mal interessant sein, aber ich bin nicht der Kontermensch. Doch, in FIFA bin ich's. Aber im FM ist mir das ein bisschen suspekt. Ich krieg's zumindest nicht hin, eine gute Kontertaktik zu machen. Es fehlen auch wirklich viele Leistungsträger. Das nervt mich in der Vorbereitung immer. Also jetzt abgesehen von Verletzungen auch. Ich denke da jetzt wirklich mal an Cucu, an Angar, an Kamavuaka, die alle wichtige Leistungsträger eigentlich sind, auf die ich jetzt nicht zugreifen kann. Wir probieren es mit der ersten Taktik. Kopf hoch, Jungs. Variante 1. Tore Mauersberger, Tagamaze. Mauersberger, boah, der braucht Spielpraxis, alter Schwede. Probier Mendy als Knipser ganz vorne, einfach mal um ihn auszutesten. Chivniel darf reinkommen. Kroichi kommt hier rein, auf die Position. Dann ist die Frage, ob ich den Mausberger, der ist ja komplett fertig, das habe ich eigentlich nicht ganz so beachtet, dass ich den wieder rausnehme. Sinnvoller wäre es, glaube ich. Ich bringe den Aleksic auf links, das kann er eh halbwegs. Solanke, weil er unglaublich schnell ist auf rechts und angreifen tut er ja auch. Wenn die hier mal ganz vorne. Babic könnte man vornehmen. Sängende Spitze mal. Nee, gar nicht. Das habe ich gar nicht an Krivicic gedacht. Zur Neuverpflichtung. Komplett vergessen. Jetzt hätten wir auf der Bank noch Arai, den Testspieler, den ich nicht nehmen werde, und die jungen Babic, Frick. Und Fedele können wir noch statt Janjatovic bringen. Wenn wir da mal tauschen. Aber ist ziemlich egal. Zurückgezogener Spielmacher auf unterstützen und der Defensive auf verteidigen. Ich weiß nicht. Schauen wir mal, wie es jetzt mit den Jungs geht. Also defensiv müssen wir leider ziemlich durchspielen. Also Mutsch, Trier und Bubnitsch, da haben wir nicht wirklich Alternativen zum Wechseln. Stark von Kroichi. Ich bin begeistert, wie wir diesen schnellen Konter einleiten konnten. Ich hoffe, ihr versteht den Sarkasmus gerade. Ich möchte mal die Auswirkungen testen, wenn ich darauf angreifen gehe. Dafür sind Testspiele da. Die dritte Taktik werden wir gleich mal löschen. Die funktioniert wirklich gar nicht.
Müssen immer wieder kurz schauen, wann meine Freundin nach Hause kommt, damit sie nicht plötzlich dann dasteht. Sie fährt jetzt auch gleich weg. Okay. Wir sind immer ein Tick zu spät dran. Ich möchte jetzt vor allem wissen, wie arg die Defensive leidet, wenn ich die Außenverteidiger so aktiv habe, auf Angriff habe. Und ich entschuldige mich jetzt schon bei euch für den letzten Part und die neue Taktik. Aber dafür sind Testspiele gut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das macht im FM ja auch Riesenspaß, dass man da herumspinnt und überlegt, wie die Taktik funktionieren könnte. Stakel. Ja, haben wir jetzt nicht so schlecht unter Druck gesetzt, dadurch konnte er nur den Distanzschuss wagen. Wir gehen jetzt generell mehr in die Zweikämpfe. Und ich tue es gleich wieder weg, bevor mir Bubnitz jetzt noch mit einer gelb-roten vom Platz fliegt. Darf man nicht unterschätzen. Ist zwar nur ein Freundschaftsspiel, aber ich möchte es trotzdem so realistisch wie möglich zu Ende bringen. Interessanterweise sind wir in der ersten Halbzeit sogar zu mehr Torschüssen gekommen, glaube ich. So, Chivniel sieht man da auf Angreifen, wie offensiv er wirklich ist. Das so lange. Den darf man auch mal machen. Was wollte er? Ich meine, ja, Missverständnis ein bisschen, aber in der Situation so zu passen, ich weiß nicht. Rabid hat mit der Stammmannschaft durchgespielt. Fast. Jelic ist in der Partie, aber sonst. Ich schaue schon echt müde aus. Ich soll schlafen gehen. Ich habe die Woche mal um 3:45 Uhr meinen Wecker gerichtet gehabt und bin um 4:30 Uhr nach Wien gefahren wegen einer Pressekonferenz von der Arbeit aus. Das ist echt anstrengend. Krivicic jetzt mit dem Foul noch. Also ich werde jetzt kurz noch einmal einfach probieren. Dann werden wir sehen. Wir gehen hier auf jeden Fall auf viel weiter aufrücken, mehr Pressing, mehr in die Zweikämpfe gehen. Ah, und auf alles nach vorne. Ich will es noch erzwingen. Wird eh nichts bringen. Bubnitsch klärt. Kreuchi verliert den Ball. Jetzt ist er weg. Aber Rapid bleibt im Ballbesitz. Und wir können die Taktik noch immer nicht umstellen. Schöne Balleroberung, aber Solanke, außer schnell sein und schießen, kann der einfach nichts. Tut mir wirklich leid. Er war nicht so schlecht. Den Jala trifft halt. Zumindest bei Sturm oder bei Rapid im Spiel. Der war aber auch nicht schlecht. Schade. 10 zu 19 Schüsse, Ballbesitz, also da sehen wir auf jeden Fall chancenlos. Muss man anerkennen. Sie müssen sich im Pflichtspiel steigern, habe ich Ihnen mal gesagt. Jetzt schauen wir uns kurz noch die Taktik an. Beziehungsweise werde ich jetzt mal die löschen.
Knöchelbruch Ricardo Quaresma. Jetzt sitzt er bei uns auf der Tribüne und verdient 84.000 Euro im Monat. Ohne uns auch nur irgendwie weiterhelfen zu können. Die Taktik ist mal gelöscht. Ja, scheiße. Sorry, ich hätte es jetzt gern ein bisschen schöner formuliert, aber ich finde, das beschreibt es gerade echt gut. Das heißt, Krivicic wird jetzt ins kalte Wasser geworfen, der Junge. Unfassbar. So, ich tue das kreative Spiel mal weg bei uns. Hinterlaufen ist auf jeden Fall okay. Mir hat das mit den Außenverteidigern jetzt eigentlich gar nicht so Angst gemacht. Also ich könnte mir das ganz gut vorstellen, dass man die auf Angreifen stellen, dafür die Flügelspieler auf Unterstützen. Und ja, sollen hinterlaufen. Pass in die Tiefe könnten wir eigentlich jetzt wieder probieren. Jetzt haben wir Tafer vorne, der schnell ist. Tagamaz ist auch relativ schnell. Ja, sorry Jungs und Mädels. Ein Mädel haben wir, glaube ich, das zuschaut. Von der Statistik her müsste es ungefähr hinkommen. Jetzt verhandeln wir noch schnell mit Daniel Höck. 44.000 im Monat Prozentsatz am Weiterverkauf. Das schließen wir aus. Stammspieler wird er sein. Gehen wir auf 30.000 runter. 35.000 im Monat. Wenn ihnen echte Gehaltsverhandlungen auch so leicht wären. Für Spieler zumindest. 37.000 im Monat. Ja, nicht so schlecht. So. Gegen die Austria müssen wir es jetzt dann besser machen. Den scouten wir auf jeden Fall. Sehr offensiver Außenverteidiger. Schauen wir mal. Und wir haben auf jeden Fall noch Geld. Das heißt, ja, die letzten zwei Parts waren ein bisschen umsonst. Es tut mir wahnsinnig leid, dass das so abgelaufen ist. Wir müssen das auf jeden Fall besser machen. Wir werden unserer Taktik treu bleiben. Mein kurzes Experiment, das ich mir im Urlaub eingebildet habe, ist also, glaube ich, schiefgegangen. Könnte man sicher besser machen. Könnte man sich mal überlegen, wenn man die Spieler dazu hat. Wir haben sie momentan nicht, vor allem auch, wenn man auf die Verletzten schaut und auf die Leute, die beim Nationalteam sind. Ich würde sagen, wir belassen es einfach mal bei diesem Stil hier. Regista wäre bei Jan Jatovic natürlich cool. Weil der halt... Ja. Ich weiß nicht, ob er dann defensiv viel macht, aber wir können es mal probieren. Und dann werden wir eh sehen. Gut. Genau, da wollte ich nur noch was umstellen. Beim offensiven Mittelfeldspieler haben wir sonst ja das Problem, dass der immer seine Position hält. Zielspielerflanken können wir eigentlich wegtun, indem wir jetzt ohne Zielspieler spielen. Und über die Außen spielen, häufiger Flankenspiel breit machen, klingt alles ausgezeichnet. Schauen wir mal, ob es läuft. Ich sage danke fürs Einschalten und bald machen wir weiter. Ich wünsche euch was. Ciao.